Mehrmals hatte sich der Schulbus überschlagen, bis er am Ende auf der Seite liegen blieb. Die Scheiben zerbrochen, Schultaschen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. An Bord der Fahrer und 22 Grundschulkinder zwischen 8 und 11 Jahren. Nicht alle haben diesen tragischen Unfall überlebt. Ein Schulbus befuhr die Straße hier und wahrscheinlich aufgrund von Straßenklette ist er einen Abhang hinuntergestürzt, sodass dort leider zwei tote Schüler zu vergewärtigen sind und eben auch 5 verletzte Schüler. Der Schulbus war von Eisenach in Thüringen ins 11 Kilometer entfernte Berka vor dem Hainich unterwegs, wo die Kinder in die Grundschule gingen. Bei den toten Schülern handelt es sich um einen 8-jährigen Jungen und ein 8-jähriges Mädchen. Die Retter hatten sie beim Anheben des Busses entdeckt. Wir haben natürlich mehrere Kräfte von der Krisenintervention an den Schülern dran und auch an den Eltern selber, dass natürlich dort eine Betreuung erfolgt. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich für alle ein großer Schock ist und dass die Betreuung auch erforderlich ist und seitens der Polizei auch natürlich da eine große Unterstützung besteht. Zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 7:30 am Morgen herrschte gefährlicher Hochnebel. Die Sicht war schlecht, die Straße glatt. Bislang deutet nichts auf einen Defekt am Fahrzeug oder ein medizinisches Problem des Busfahrers hin.